Da drüben ist mein Friseur. Da ist dein Friseur, Kopfgeld. Wollen wir mal reingehen? Okay, können wir mal. Das ist Matze zum Beispiel. Mein Friseur, weil ich mich gestern frisieren lassen. Ladies first. Okay. Das ist aber super hier. Das sah früher mal aus. Ja, ne? Bist du Matze? Ich bin Matze. Ich habe super viel von dir gehört. Ja, freut mich. Du rasierst ganz viel Haare ab. Ja. Hallo, freut mich. Hi. Wie ist das so als Klient? Ein Traum. Ja? Na klar. Was kostet das jetzt so, wenn man diese Sascha-Lobe-Frisur haben möchte? 13 Euro, ja? 13 Euro. Darauf spare ich jetzt. 13 Euro. Ja, nee, das also der Typ mit der 13 Euro Frisur. Freundlich? Nee, es kostet eine Idee mehr. Er hat 13 Euro gesagt. Ich hab mir Lieblingstweets von dir rausgesucht. Ja, mach das mal. Die Nölpest hat Deutschland erreicht. Das war süß. Das war niedlich, oder? Ja. Du bist doch ein Wortspieler. Ab und zu mache ich auch Wortspiele, ja. Schämst du dich sehr für den Tweet, durch Kürzung wird ein Arbeitsloser zum Loser? Die besten Tweets sind die, wo man sich nach 20 Minuten für schämt. Es gibt diese Situation, das ist beim Twittern, also wenn man im Internet quasi SMS veröffentlicht, ja. So, vielleicht für die Zuschauer, die nicht die Bohne einer verkackten Ahnung haben, wovon wir sprechen. Man schreibt das ins Internet und Minuten später ist es einem wahnsinnig unangenehm, weil man merkt, es war schlecht, es war hässlich, es war uncharmant, es war dumm, unlustig. Blödes Wortspiel. Es war schlimm. Und dann hat man so einen Löschreflex, aber das mache ich fast nie. Das ist so eine Art Ehre, die du da hast, ja? Nee, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass, wenn ich vorher weiß, dass ich das fast nie lösche, dann gebe ich mir mehr Mühe. In was für Netzwerke geht das dann rein? Facebook zum Beispiel. Ach so. Friendfeed zum Beispiel. Da bist du auch überall? Ja, ich bin in 150 Netzwerken. Warum? Also, mein Beruf ist ja auch so Strategieberater. Und da muss ich natürlich wissen, was los ist. Wo würdest du dich anmelden, wenn du bei Facebook rausgeflogen wärst? Was ist fast genauso gut? Guck mal, wir beide. Ja. Das ist. Hier, willst du mal? Du musst keine Angst haben vor dem unsympathischen Mann. Und vor dem Unfreundlichen musst du auch keine Angst haben. Das ist ja nämlich in Personalunion. Ja, dieser Ball gehört diesem Mann. Ich habe ihn mir selber auch nur geliehen. Woher? Von einem Freund. So, jetzt gebt mal den Ball wieder her und dann auf. Mit euch Hausaufgaben machen. Tschüss. Genau. Auf geht's. Ganz toll fand ich voll den Tweet. Ja. Häme, das sicherste Anzeichen für mangelndes Selbstwertgefühl. Ja, ganz toll, dass du mal so aus dem Nähkästchen plauderst. Bei diesem Tweet habe ich an dich gedacht. Weil Häme ist ja eine deiner Spezialitäten. Also wirklich mit dem Versatz von 26, 27 Sekunden kommt da. Aber das schneidet ihr ja so, dass es spontan wirkt. Klar, schneiden wir so, dass dir nichts eingefallen ist. Hier ist die Schwalbe. Hier hast du Kickern gelernt, stimmt's? Ich bin jetzt hinab in den Keller. So, hübsch hier. Also du bist ja der Friedrich meiner Kickermeister gewesen. Ja. Alter. Du bist ja halber Argentinier, ne? Ja, ich bin. Das haben wir das schon mein erwähnt. Vater ist Argentinier. Kennt ihr euch? Wow, das war ein Einschlag. Dein Buch. Ja, mein Buch. Ist gerade erschienen. Hast du vor, eine Lesereise zu machen? Ja. Werden dich prominente Schauspieler dabei unterstützen? Nee. Models? Nö. Wo stehst du eigentlich weltranglistenmäßig bei World of Warcraft? Ich spiele nicht World of Warcraft. Also ich denke, du bist bekannt geworden dadurch. Nee. Und du bist ja einer der profiliertesten User bei... Bitte? Du bist einer der bekanntesten User von knuddels.de. Nee. Ich bin pro Tag so 6, 7, 8 Stunden im Netz. Aha. Und das Tolle ist, das, was alle anderen sowieso machen, weil sie nicht arbeiten wollen, ist bei mir Arbeit. Einfach. Aber denkt das nicht jeder? Ja, nur, dass ich dafür halt dann auch Geld kriege. Von wem kriegst du denn Geld dafür, dass du im Internet surfst? Zweimal im Monat oder so halte ich Vorträge und dafür kriege ich Geld. Und dann fahre ich da irgendwo nach Bad Homburg und rede vor irgendwie entweder 280 Leuten oder 47. Und die wollen natürlich wissen, was passiert gerade im Internet. Und was ist gerade hot? Wenn ich das wüsste. Wir gehen kurz hoch. Hm? Und was hältst du davon, wenn wir in den Drive-In fahren und uns einen Burger holen? Finde ich super, aber ich esse gerade nur Gemüse. In deinem Buch Strohfeuer, lieber ja. Sascha. Ja, genau. Geht es ja um deine betrügerischen Machenschaften in den 90ern. Und, ja, nicht. Das ist nur halb autobiografisch, damit man dich nicht verklagen kann. Das heißt, das du ja, heißt das zum Beispiel im Buch Stefan. Ja.
Und nicht Sascha? Nee, richtig. Geht es auch um Drogen, Sex, Partys? Um Sex ja, um Partys zum Teil, um Drogen gar nicht. Ist eine Liebesgeschichte dabei? Ja, es ist, braucht man im Roman, ne? Also es ist eigentlich so eine Mischung aus Liebesgeschichte und Sexgeschichte. Sex. Ich meine, das Talent, was du zweifelsfrei hast, diese Geschwindigkeit, dieser Charme, der irgendwo verschüttet ist unter diesen vielen Schichten von vorgetäuschter und tatsächlicher Arschlochhaftigkeit. Das wäre ja eine Eigenschaft, mit der du öffentlich reüssieren heißt erfolgreich sein, könntest. Damit könntest du ja eine ganze Menge reißen, wenn du nicht so ein grauenvoller Selbstdarsteller wärst. Gut, ich bin da wahrscheinlich die schlechteste Instanz, um da Vorwürfe draus zu schnitzen, aber ich wenigstens den Rest eines Anstands, was die Arschlochhaftigkeit angeht. Einen großen Salat mit Hähnchen, wenn es geht. Mit Hähnchen, wenn es geht. Willst du noch die Mozzarella Sticks? Ist kein Fleisch. Nee, also Fleisch habe ich kein Problem, sonst hätte ich ja nicht Hähnchen gegessen. Stimmt. Ich esse gerade nur Gemüse und sowas. Ist doch schön. Die mag ich auch gerne, den Salat. Den Parmesan und so, der ist super. Ja, ist ganz gut. Du willst gar kein Geld für deinen Blog? So. Nicht für mein eigenes, das mache ich auf eigene Rechnung. Aber ich mache jetzt zum Beispiel das offizielle Cebit-Blog. Kann ich dich auch beauftragen, dass du meinen Blog machst? Ja, ich weiß nicht, ob du dir das leisten kannst. Klar. Was kostet das denn? Hängt total davon ab, was du für ein Konzept willst. Aber wenig wird es nicht bei dir. Also das macht doch Spaß, oder? Ist doch eine schöne Vorstellung. Mich in dich reinzuversetzen? Ja. Ja, weiß nicht. Also ich meine, ist ja noch ein Unterschied. Weil du würdest ja auf allen Ebenen gewinnen. Da hast du natürlich nicht recht. Das ist doch mal interessant, dass du für mich bloggst. Ah, der Lobo, ja, der macht meinen Blog. Ach, der Lobo, ja. Das macht der Lobo da irgendwie mit dem Internet. Ich habe doch selber noch nicht reingeschaut. Ist gut? Dein Blog will ich schon so für 10.000, 12.000 Euro im Monat machen. Mhm. Vielleicht mache ich das. Mhm. Ja. Projizierst du gerade wieder? Nee, kein Stück. Da vorne in deiner Brille ist eine Kamera, kein Projektor.